Ein herzliches Hallo und willkommen zu dieser Trailer-Reaction zum deutschen Übersichtstrailer von Luigi's Mansion 3, welches ja am 31.10.2019, sprich genau an Halloween für Nintendo Switch, erscheint. Ich habe ja schon einige Demos gespielt und bin richtig gehypt auf die Vollversion. Dieser Übersichtstrailer soll jetzt vermutlich das Spiel nochmal ein bisschen genauer vorstellen und insgesamt mehr Lust machen. Daher schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. 5 Minuten 50 Sekunden geht der. Ich glaube, den gab es schon vor 2 Wochen circa auf Japanisch, aber ich habe ihn mir extra nicht angeschaut, weil ich mir schon dachte, da kommt bestimmt noch eine deutsche Version, die wir uns gemeinsam anschauen können. Und hiermit, let's go! Das Intro ist so göttlich. Luigi, Mario und ihre Freunde erhalten eine Einladung zu einem Urlaub in einem luxuriösen Hotel. Wunderbar. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Oh, das ist es auch. Leider. Alter, wenn ich so schnell einschlafen könnte wie der. Die Animationen sind so geil. Seltsame Dinge geschehen in diesem Hotel. Mario und seine Freunde wurden entführt. Nein! Kann Luigi erneut all seinen Mut zusammennehmen und seine Freunde retten? Das war das erste Mal, dass man König Buu gesehen hat, glaube ich, oder? Aber dass der dabei ist, war ja eigentlich klar. Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3. Geil! Look at that, look at that. Gänsehaut. Ich liebe die Animationen so sehr. Luigi muss sich durch die Hoteletagen vorwagen. Doch Vorsicht! Die Suiten dieses Hotels sind ziemlich speziell. Ein Stockwerk ist von Pflanzen überwuchert. In einem anderen verbirgt sich eine Pyramide. Da habe ich so Bock drauf. Das wird geil! Selbst eine Disco gibt es hier. Dieses Hotel steckt voller Überraschungen. Okay. Und voller Geister. Jede Menge Geister. Nice, man sieht viel von den anderen Etagen, was bisher unbekannt war. Es gibt eine Klempner-Version. Zeit, den Schreckback FLU auszupacken. Also den Keller wahrscheinlich. Dieser kraftvolle Staubsauger saugt Plagegeister im Nu weg. Betäube sie mit dem Stroboblitz. Und so eine Zauber-Area habe ich auch gesehen. Bevor sie sich aus dem Staub machen können. Mit einem Luftstoß kannst du knifflige Rätsel lösen. Und die Düsterlampe offenbart dir verborgene Türen und Objekte. Aber das war noch nicht alles. Der Schreckweg FLU hat noch weitere praktische Geisterfangfunktionen. Da wäre das Schleudern. Das ist so cool. Sauge einen Geist ein und schleudere ihn dann zu Boden. Yeah! So kannst du auch andere Geister angreifen. Ist eine geile Fähigkeit. Wenn auch unlogisch, weil... Als nächstes haben wir den Saugschuss. Das sind Geister. Schieße die Saugglocke auf ein Ziel. Die sollten gar nicht spüren, wenn man sie auf den Boden haut, aber egal. So kannst du Möbel aus dem Weg räumen, Türen aufbrechen und lässt den Geistern ihre Schilde entreißen. Lass deiner Kreativität freien Lauf. Zu guter Letzt haben wir den Druckstrampler. Der Schreckweg fördert Luigi mit einem kraftvollen Luftstoß in die Luft. So gewinnst du inmitten einer Geistergruppe die Oberhand und kannst abgelegene Orte erreichen. Kennst du schon Luigis glibbrigen Doppelgänger Fluigi? Da muss ich mir erstmal den deutschen Namen gewöhnen. Fluigi ist so glibbrig, dass er durch Metallgitter schlüpfen und durch enge Rohre schlittern kann. Ich finde Luigi cooler. Und Druckstrampler werde ich nicht akzeptieren. Luigi ist stets zur Stelle, wenn du Unterstützung brauchst. Wow. Auch bei den Fallen, die sich überall verstecken. Alter, geil, da waren Tyrannosaurus Rex, glaube ich. Gibt's auch nur ein Museum? Nass werden sollte Luigi nicht. Ja, Wasser mag er nicht. Im Einzelspielermodus wechselst du zwischen Luigi und Luigi. Das Spiel scheint so krass abwechslungsreich zu sein. Und schon unterstützt er dich als Luigi. Auf jeder Hotelebene wartet ein grauenerregender Bossgeist auf dich. Welche spoilern sie jetzt schon ein paar? Mit seiner Majestät König Spuk. Stelle dich Captain Fischhaken. Oh, cool. Oder tanze DJ Phantasma Gloria an die Wand. Diese Geister geben sich nicht kampflos geschlagen. Du wirst all deine Geisterjägertricks einsetzen müssen, um sie zu besiegen. Lust auf eine Mehrspielerrunde? Dann wage dich in den furchterregenden Wirrwarrturm.
Hier können 8 Spieler auf 4 Nintendo Switch-Konsolen gemeinsam spielen. Die Ebenen dieses Turms ändern sich bei jedem Besuch. Teilt euch auf und erkundet jeden Winkel. Bin echt mal gespannt, wie das läuft. Gemeinsam die Geister. Das ist so bisher das erste wirklich ambitionierte Multiplayer-Spiel, habe ich das Gefühl. Unterschiedliche Missionen bereit. Seit Nintendo Switch Online kostenpflichtig ist. Versucht sie innerhalb des Zeitlimits zu bewältigen. Schafft ihr es bis ganz nach oben? Und es hat sogar schon in Luigi's Mansion 2 gebockt, ne? Online suchen. Also bin ich echt guter Dinge, dass das ein guter Multiplayer wird. Auch wenn ich persönlich viel mehr Bock auf den Einzelspieler habe. Also ich hab richtig Bock auf die Story, die einzelnen Etagen. Multiplayer ist dann so die Kirsche obendrauf. Im Polterpark können bis zu 8 Geisterjäger auf einer Nintendo Switch-Konsole spielen. Polterpark? Fangt Geister, feuert Kanonenkugeln ab und sammelt alle Münzen ein. Alter, es gibt richtig viele verschiedene Modi, siehst du? Richtig ambitioniert, wie ich gerade sagte. Luigi, der Held wider Willen, und sein grüner Gefährte Fluigi. Haben sie das Zeug dazu, Mario und ihre Freunde zu retten? Das wird so genial. Ja, da ist er, der Tyrannosaurus. In Luigi's Mansion 3. Exklusiv für die Nintendo Switch-Familie. Ach, jetzt sagen sie schon Nintendo Switch-Familie. Okay. Seit der Switch Lite. Nee, genialer Trailer. Wir haben viel Neues gesehen. Ich werde es diesmal ausnahmsweise nicht in halber Geschwindigkeit zeigen, weil ich das irgendwie komisch finde, wenn da einer im Hintergrund spricht. Das hört sich dann seltsam an. Komme ich zwar nicht über die 10 Minuten, aber gut, dann gibt's halt heute nur Bohnensuppe aus der Dose. Spaß. Ich freue mich richtig drauf. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Schreibt mal eure Eindrücke vom Trailer in die Kommentare. Es sind nur noch wenige Tage, bis das Let's Play losgeht. Und wir spielen es natürlich zu 100% hier auf dem Kanal, Baby. Also drückt die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schaltet ein, wenn es soweit ist. Danke fürs Ansehen und bis bald.